Während die EM gerade läuft, möchte ich noch ein kleines Meinungsvideo für meinen Zweitkanal Vini aufnehmen. Deswegen hallo, herzlich willkommen zu diesem Video, ein kleines Themenvideo. Denn ich hatte eigentlich vor, das Ganze ein bisschen auszuschmücken und das auf meinem Hauptkanal hochzuladen, habe aber festgestellt, so viel lässt sich darüber nicht sagen. Es ist eher so ein Gedankengang, so eine Meinung, die ich dazu habe. Und bevor ich das allerdings irgendwie in einen Tweet verwurste, gibt es jetzt hier eine etwas längere Version auf diesem Zweitkanal über eine Sache, die mich nicht mehr loslässt. Das war eigentlich, oder der Anstoß kam wieder mal in einem schönen Gespräch mit meinen Freunden Andi von Spielewelten und Raketenjansel in unserem Podcast Controller Poesie. Und da haben wir über das Zelda-Spiel gesprochen, das jetzt bald erscheinen wird. Das ist ja nicht mehr ein Spiel, wo du Link spielst in so einem Action-Adventure-Gewand, sondern eben mal Zelda in diesem Link's Awakening Grafikstil. Und das war für Andy, der großer Zelda-Fan ist seit jungen Tagen, wieder mal so ein Beweis dafür, dass Nintendo sich von seinen Fans abneigt und sich wieder neuen Ideen zuwendet, ohne darüber nachzudenken, dass es eben da draußen noch Leute gibt, die das klassische Zelda mögen mit den Dungeons und mit der Oberwelt, mit der Musik und den Bossen und den Gadgets und so weiter. Und ich bin ja auch Zelda-Fan, jetzt zwar nicht aus meinen Kindheitstagen, sondern ich bin später zugekommen, aber ich kann schon mal behaupten, dass ich so gut wie alle Zelda-Teile gespielt habe, die wirklich wichtig sind. Natürlich ein paar Sachen ausgelassen, trotzdem finde ich, dass ich da auch durchaus mitreden kann als Fan dieser Serie, aber ich bin eben keiner, der damit aufgewachsen ist. Ich bin niemand, der eine klare Definition hat, was ein Zelda-Spiel ist. Übrigens habe ich darüber auch mal einen kleinen Talk gemacht mit meinem guten Freund, dem Rako, auf meinem Hauptkanal, ist aber schon etwas her. Jedenfalls haben so Fans, die schon so lange dabei sind, eben eine gewisse Definition, was das Spiel für sie ausmacht, wie das auszusehen hat, was man darin tun soll, und jegliche Veränderung ist dann immer ein bisschen, wird immer kritisch gesehen, und ich kann das durchaus verstehen, denn jeder von uns wird das schon erlebt haben. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich selber habe das zum Beispiel ganz stark mit der Resident Evil Serie. Ich bin kein riesengroßer Fan von Resident Evil 4. Ich mag den Titel, es ist ein gutes Actionspiel, aber so als alteingesessener Resident Evil Fan sind mir eben die Vorgänger deutlich lieber. Der Survival-Aspekt stand da viel mehr im Vordergrund, Item-Management und so weiter. Das trifft eher meinen Geschmack. Ich will jetzt gar nicht irgendwie gegen die Resident Evil-Formel bashen, aber wenn natürlich dann sowas erfolgreich wird, dann nimmt sich Capcom das nicht aus, da weiter dann festzuhalten und die nächsten Titel in dieser Richtung zu veröffentlichen. Und wir haben jetzt mit den Remakes, wie ich finde, einen relativ guten Kompromiss schließen können, die Serie und ich, und vor allen Dingen auch mit Resident Evil 7 in dieser First-Person-Sache. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr zufrieden, was Resident Evil angeht, aber dieser Bruch, der hat mich damals ziemlich frustriert und verzweifelt. Ich wollte das eben nicht, aber was sollen sie machen? Die Teile hatten sich nicht mehr so gut verkauft, die Fans waren gelangweilt, und das ist, glaube ich, für so eine langjährige Serie das Schlimmste, was passieren kann. The Legend of Zelda ist da ein ganz anderer Fall, weil ich bin der Meinung, Zelda hat sich immer neu entwickelt, weiterentwickelt, neue Wege eingeschlagen, Dinge ausprobiert, experimentiert, aber, und das muss man halt sagen, ihre Stammformel nicht verloren. Es ging immer darum, dass Link aus einem kleinen Dorf kommt, zu einem Helden wird, sich Dinge aneignet, Gadgets aneignet und dann Dungeons bestreitet. Das war die Formel, und die ist eigentlich die ganze Zeit bestehen geblieben, aber eben mit eigenen Ideen. Da wurden Peripheriegeräte hinzugezogen, da wurde auf das Handheld-Thema eingegangen und so weiter. Oder kooperatives Spielen, da wurde viel ausprobiert. Auch Skyward Sword war immer auch ein Versuch, der manchmal geglückt ist und manchmal eben nicht. Problematisch ist es dann eben wirklich erst geworden mit dieser Open-World-Note und Breath of the Wild. Und als es dann so richtig Klick gemacht hat bei den Massen, hatte ich so ein bisschen diesen Eindruck, dass gerade viele Fans der alten Teile so Angst hatten, dass daraus jetzt eine wirkliche Formel wird, die alten Teile vergessen lässt. Und dann kam Tears of the Kingdom, wo es ja wirklich wieder mal in die richtige Breath of the Wild Richtung ging. Und dann habe ich dann schon so den Angstschweiß gesehen. Ist das jetzt dann zukünftig diese Formel, die wir bekommen werden? Sind die alten Zelda-Teile eben vorbei? Und das ist so oder so schon mal eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe mich aber eher gefragt, wann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem sich eine Marke verändern darf? Darf sich überhaupt ein Franchise verändern? Oder ist es dann eigentlich nicht besser, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt so viele Spiele weiter, bis wir merken,
denken, die Fans haben genug davon und dann machen wir eine neue IP und verunstalten nicht damit, dass die Legacy dieser Marke, versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie, finde ich, immer ein sehr, sehr schwieriger Akt. Oder, was ich halt irgendwie viel, viel besser finde, ist, wenn du dir einfach mehr Zeit lässt, wenn du nicht irgendwie da ganze Zeit rausballerst, sondern einfach guckst, dass du vielleicht in einem gewissen, gesunden Abstand Spiele veröffentlichst. Ich weiß, das werden viele nicht mögen, aber ich halte die 5-Jahres-Regel mega für absolut toll. Ich weiß, dass das für absolut toll und das ist immer ein Streitthema, weil da viele kommen und sagen, ich kann jetzt auch nicht 5 Jahre warten, bis ein neuer Teil kommt. Ich halte das für richtig genial, weil natürlich werden zwischen den 5 Jahren noch weitere Spiele kommen, die dir eine Aufmerksamkeit haben wollen, die Spaß machen, die geil sind, aber bis du dann wirklich wieder so dermaßen Bock auf ein Spiel hast, können von mir aus auch 5 Jahre vergehen. Okay, 5 Jahre ist viel, lang, sagen wir mal 4 Jahre, 3 Jahre von mir aus auch, aber nicht weniger. Also 2 Jahre waren so die Regel, die fand ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich schon viel zu früh. 1 Jahr geht gar nicht. Ich finde, 1 Jahr warten bis zum nächsten Teil ist ehrlich gesagt nichts, das ich befürworten möchte, weil es einfach zu frisch ist. Ich möchte da gerne wieder so dieses Gefühl, ein neues Spiel zu erleben haben und je länger der Abstand ist, desto besser. Deswegen sage ich immer so, 4-5 Jahre ist vollkommen in Ordnung, bis ein neues Spiel kommt. Und dann kannst du auch so eine Reihe auch lange fortlaufen lassen. Ne? Dann kann auch zum Beispiel ein Elder Scrolls, das ja immer noch seit über 10 Jahren, wir sind jetzt mittlerweile 2024, also 13 Jahre seit dem letzten Teil, immer noch nicht vergessen ist, dass immer noch Leute drauf warten. Das zeigt doch, dass die Leute auch geduldig sind. Natürlich braucht man jetzt nicht 14 Jahre warten oder so. Wie gesagt, 4 Jahre reichen, aber die Leute sind dann dabei. Man muss sie nicht aber so dermaßen vollstopfen, bis sie dann irgendwann mal genug haben und dann verplempert man Kohle in der Entwicklung von Spielen, die dann am Ende nicht mehr so erfolgreich sind. Man kratzt sich an den Kopf und wundert sich, warum die Spiele nicht mehr so funktionieren. Ja, weil du sie halt natürlich komplett vollgeschissen hast mit deinen Spielen und vielleicht hat das nicht nur du gemacht, sondern eben auch Alternativspiele, die eben das Gleiche machen wie du. Und was macht man dann als langjährige Serie? Offensichtlich verändert man Dinge. Man muss gucken, dass man neue Wege eingeht, dass man den Spirit zwar nicht verliert, aber vielleicht etwas Neues macht. Aber jetzt kommt dann die Frage, warum sind wir dann so sauer? Warum sind wir Fans dann so verärgert, wenn es dann eine Formel ist, die sich totläuft und sich dann irgendwas Neues entwickeln muss und wir dann sagen, hey, das kann nicht sein, wir wollen aber eigentlich, weißt du, das sind so diese vereinzelten Leute, diese vereinzelten Fans, die dann rumheulen, weil ihre Spiele sich verändern und eigentlich ist es wichtig, dass sie dann das tun, dass sie Fortschritte machen, dass sie sich entwickeln. Es ist ein schwieriger Akt und was noch hinzukommt, das finde ich auch immer ganz interessant, es kann ja auch mal passieren, dass du so ein etabliertes Spiel hast, das sich dann mit der Zeit etwas totläuft, du veränderst Dinge oder lässt es dann irgendwie hinten dran und machst neue Sachen, gehst neue Wege, bis zu einem Punkt, wo die Leute plötzlich anfangen, sich darüber zu freuen, wenn das Spiel doch nochmal back to the roots geht. Ja, Assassin's Creed hat jahrelang, Jahr für Jahr immer das Gleiche gemacht, irgendwann mal konnten wir es nicht mehr sehen, dann kam die Veränderung, es ging in die Open World, ganz große Content Games, viel mit Microtransaction, da gab es auch viele Fans und dann kam dann ein Assassin's Creed Mirage daher und sagte, hey Leute, wir gehen back to the roots, wie vor 5-6 Jahren und die Leute sind durchgedreht. Geil, wieder ein altes, weißt du, vor ein paar Jahren hat man sich darüber geärgert, jetzt findet man irgendwann mal geil. Genauso wie Zweiter Weltkriegsszenario hat man lange Zeit irgendwie verteufelt, wollte man nicht mehr sehen. Jetzt findet man das erfrischend, wenn es mal wieder kommt. Also wann ist der Zeitpunkt da, dass man wieder back to the roots gehen kann? Ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und deswegen würde es mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Wie kann man das verbessern? Wann darf man ein Franchise verändern und sollte man das oder ist es eigentlich geiler, wenn man auf das fußt, was eigentlich das Spiel oder das Franchise so erfolgreich gemacht hat? Schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es sehr interessieren. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht es gut und tschüss.